Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner. Und wir begrüßen Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Einen guten Abend. Ja, und auch der Generaldebatte heute im Deutschen Bundestag lag Russlands Angriffskrieg zugrunde. Sowohl der Bundeskanzler als auch der Oppositionsführer leiten wichtige Teile ihrer Politik daraus ab. Zu einem aus den finanziellen Folgen des Krieges und zum anderen aus dem Reformstau in unserem Land, den zuerst schon die Pandemie offengelegt hat. Das beginnt bei der Digitalisierung und geht bis zur Verteidigung. Wie gewaltig diese Aufgaben sind, das ist einer der wenigen Punkte, bei dem wohl die meisten im Parlament einer Meinung sind. Und um dabei so viele wie möglich mit auf den Weg zu nehmen, brachte der Kanzler nach dem Wumms und Doppelwumms heute eine neue Überschrift mit, den Deutschlandpakt. Doch die Generaldebatte im Deutschen Bundestag hat ihre ganz eigenen Regeln. Jonas Wixfort. Generaldebatte, das ist immer auch ein bisschen Folklore. Wer nicht streitet, der verliert. Weil die Menschen außerhalb von Berlin-Mitte von solchen Ritualen aber gerade ziemlich genervt sind, lässt sich diese Generaldebatte als Geschichte von Attacken und Angeboten erzählen. Beginnen wir mit der Opposition und den Attacken. Wenn man dem Klima schaden will, dann muss man es genau so machen, wie Sie es gegenwärtig machen. Genau so. Und Sie stellen sich hier ernsthaft hin und geben sich stolz, ob dieses Etikettenschwindels, den Sie Kindergrundsicherung nennen, Ihnen ist wirklich gar nichts peinlich. Sie sollten sich was schämen. Ihre politischen Schwerpunkte sind völlig entrückt. Und wie die FAZ unlängst titelte, Sie sind absolut regierungsunfähig. Olaf Scholz sieht heute noch immer nicht nur aus, als sei er auf Krawall gebürstet. Im ersten Teil seiner Rede, den er frei hält, ist er es auch. Aber Herr Merz, Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeiten, zählen bei Ihnen nicht dazu. Dann aber stützt sich Scholz auf sein Skript und der Teil der Geschichte mit den Angeboten beginnt. Der Kanzler schlägt der Union und den Bundesländern eine Kooperation vor. Deutschlandpakt nennt er das, in Anlehnung an sein Deutschland-Tempo. Darunter macht es ein Olaf Scholz offenbar nicht. Das kann man clever oder dreist finden, denn eigentlich steckt hinter dem Deutschlandpakt von Olaf Scholz vor allem das Ampel-Regierungsprogramm. Der Deutschlandpakt setzt dort an, wo die Bürgerinnen und Bürger Fortschritte am dringendsten erwarten. Bei der Energieversorgung, die sauber, sicher und bezahlbar sein muss. Beim Bau neuer Wohnungen und Häuser. Bei der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur, bei der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, bei einer schnellen, leistungsfähigen und digitalen Verwaltung. Die Union wäre wohl keine echte Opposition, wenn sie an dieser Stelle einfach einschlagen würde. Natürlich müsse man die Agenda diskutieren und erweitern, heißt es, zum Beispiel beim Thema Migration und Flüchtlinge. Aber auch die Union hat verstanden, dass Angebote außerhalb von Berlin-Mitte gerade deutlich besser ankommen als Attacken. Wir reichen Ihnen gerne die Hand. Lassen Sie uns das machen. Wenn Ihre Koalition in weiten Teilen ausfällt, ja, dann stehen wir selbstverständlicherweise auch zur Verfügung, um einen Deutschlandpakt zu machen. Wir können das auch zusammen machen. Wir können Deutschland schneller machen. Auf gute Zusammenarbeit, Christian Lindner, kann ich da nur sagen. Bleibt am Ende der Geschichte die Frage, wie ernst gemeint die Angebote von heute sind und wann die Attacken wieder im Vordergrund stehen. Wie gesagt, Generaldebatte, das ist ja immer auch ein bisschen Folklore. Zum Deutschlandpakt und der politischen Arbeit der Ampel hat Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Es ist die Woche der großen Worte und der gewaltigen Bilder im Deutschen Bundestag. Gestern die Eisbergrede von Finanzminister Lindner, der diese Regierung ohne Ruder auf Titanic-Kollisionskurs sieht. Heute der Bundeskanzler, der um einen Deutschlandpakt bittet, um das von ihm regierte Land vor dem wirtschaftlichen Untergang zu retten. Alleine schafft das diese Ampelregierung nicht. Sie sucht den Schulterschluss mit der Opposition. Kein Wunder, sitzen doch die größten Gegner eines Haushalts, der für Aufbruch und Zuversicht stehen könnte, mit am Kabinettstisch.
Eine Innenministerin, der zur ungesteuerten Zuwanderung in die Sozialsysteme nichts einfällt. Eine Familienministerin, die steigende Sozialausgaben per se für einen Erfolg hält. Ein Arbeitsminister, der vom Umbau des bald unfinanzierbaren Rentensystems lieber die Finger lässt. Die Liste ließe sich verlängern. Und das alles bindet Geld. Geld, das für die digitale und die klimafreundliche Weiterentwicklung Deutschlands fehlt. Wer glaubt daran, dass mit dem sogenannten Deutschlandpakt von Kanzler Scholz alles besser wird? Der Pakt einer Ankündigungsregierung, die Milliardenverbindlichkeiten in Sozialversicherungen versteckt. Eine Regierung, die nur mit Tricksereien von Sondervermögen, die ja in Wirklichkeit Sonderschulden sind, die Schuldenbremse überhaupt einhält. Der Bundeskanzler sagt, er sei den Stillstand in diesem Land leid. Ich habe den Eindruck, dass jeden Tag mehr Wählerinnen und Wähler diese Regierung leid haben. Das war die Meinung von Holger Ohmstedt. Und die Frage nach dem Geld spielt auch hier eine wichtige Rolle bei den Migrationsaufgaben der Kommunen. Immer mehr Menschen kommen wieder nach Deutschland, so viele wie seit 2015 und 16 nicht mehr. Bis Juli wurden etwa 175.000 Asylanträge gestellt, im Vorjahreszeitraum lediglich etwa 98.000, ein Anstieg von fast 80%. Und die Arbeit für die Kommunen beginnt genau hier, bei der Unterbringung. Die Turnhallen standen schon einmal symbolisch und auch ganz praktisch für die Grenze vieler Menschen, wie weit die Hilfsbereitschaft reicht. Denn belegte Turnhallen bedeutet kein Sport mehr für die Kinder. Jan Koch hat sich heute die aktuelle Situation im nordrhein-westfälischen Kevela für uns angeschaut. Leben hinter Plastikplanen in abgetrennten Parzellen. Mit der ganzen Familie, mit dem, was ihnen geblieben ist, aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak in eine Turnhalle in der nordrhein-westfälischen 30.000 Einwohnerstadt Kevela. Lebensumstände, die Bürgermeister Dominik Pichler vermeiden wollte. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt verschafft er sich einen Überblick. Wenn Leute in Turnhallen untergebracht werden müssen, dann ist das nicht gut für die Geflüchteten, weil das hier nahe am Rande der Menschenwürde ist. Dann ist das aber natürlich auch ein Problem am Ende für die Gesellschaft, weil Schüler und Schülerinnen keinen Sportunterricht mehr haben, Leute, die im Verein trainieren, nicht mehr Vereinsleben haben und am Ende auch eine belegte Turnhalle eigentlich ein Sinnbild dafür ist, dass eine Kommune nicht nur personell und vielleicht auch finanziell, sondern auch infrastrukturell am Ende ist. Die Lage spitzt sich zu, denn sie müssen immer mehr Geflüchtete unterbringen. Bis zum Sommer schon haben sie in diesem Jahr vom Land 220 Geflüchtete zugewiesen bekommen, so viele wie im ganzen vergangenen Jahr zusammen. Insgesamt sind fast 600 Geflüchtete zurzeit in der Kleinstadt untergebracht. Alle städtischen Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt, alle Einrichtungen seien nun ausgeschöpft, sodass sie nun wieder bei der Unterbringung in Turnhallen landen. Und auch da wird es eng, erklärt Ordnungsamtsmitarbeiter Dirk Bieker. Also maximal 48 Personen können wir hier lassen. Und hier sind jetzt momentan 35 drin und nebenan sind 5. Richtig. Ja. Also wir sind ziemlich am Ende mit der Kapazität. Von Bund und Land hatten sie sich mehr Hilfe erhofft. Doch es gibt zu wenige landeseigene Unterkünfte. Es fehle an Wohnraum, Personal und Geld. Ein Problem, von dem auch Kommunen in anderen Bundesländern berichten. Wir brauchen mehr Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder und auch des Bundes. Und wir wollen, dass nur die Personen auf die Kommunen verteilt werden, die auch eine Bleibeperspektive haben. In Kevela haben sie vor längerem aber auch schon parallel beschlossen, zu agieren, anstatt nur abzuwarten. Die Caritas vermittelt Wohnraum für Geflüchtete, sucht willige Vermieter, baut Hürden und Ängste ab. Mittlerweile haben wir 20 Wohnungen und knapp 60 Menschen auch halt mit Wohnungen versorgen können. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Als nächstes werden sie wohl eine Grundschulturnhalle zur Unterkunft machen müssen. Die Bereitschaft, Dinge hinzunehmen, wird kleiner. Und ich möchte ehrlicherweise nicht herausfinden, wo der gesellschaftliche Kipppunkt ist. Ich möchte das Problem gerne vorher gelöst haben. Kevela ist da also nicht allein mit den Herausforderungen. Kommunen in ganz Deutschland organisieren gerade die Unterbringung von immer mehr Menschen, die nach Deutschland kommen. Darüber diskutieren heute und morgen auch die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, und zwar in Brüssel im Austausch mit der EU-Kommission. Dazu konnte ich am Abend mit Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sprechen. Guten Abend, Herr Kretschmer. Guten Abend.
Wir haben gerade gesehen, dass auch Turnhallen wieder genutzt werden, um Flüchtlinge unterzubringen. Sport für Kinder fällt teilweise aus. Wird sich an den Turnhallen mitentscheiden, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt beim Thema Migration steht? Ja, die Menschen tragen das nicht mit. Ich glaube, das ist eindeutig. Bürgermeister und Landräte parteiübergreifend haben diese Position. Wir als Ministerpräsidenten haben das der Bundesregierung häufig gesagt in den letzten 12 Monaten. Diese Entwicklung ist ja absehbar. Und die Vorschläge, sie liegen auch auf dem Tisch, was man tun kann. Es liegt jetzt an der Regierung, sie zu ergreifen und sie gemeinsam mit den Ländern umzusetzen. Das geht so nicht. Die Zahl ist zu hoch. Wir können das so nicht leisten und wir müssen hier handeln. Olaf Scholz hat da heute im Bundestag seine Innenministerin Faeser gelobt. Sie habe den Ländern konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht, was die Rückführung und die Ausweitung der Abschiebehaft von abgewiesenen Flüchtlingen angeht. Kommt an der Stelle auch von Ihnen Lob? Nein, das, was da jetzt gesagt wird, ist alles nichts. Das muss man einfach sagen. Es gibt eine Liste der Innenministerkonferenz, die beginnt mit der Ausweisung der sicheren Herkunftsländer. Die Länder wie beispielsweise Tunesien, die eine niedrigste Anerkennungsquote haben, die sind sichere Herkunftsländer. Die müssen auch als solche ausgewiesen werden. Wir brauchen die Grenzkontrollen. Wir müssen über auch rechtliche Veränderungen sprechen. Wir brauchen Zentren, an denen diejenigen untergebracht werden, die als Mehrfach- und Intensivstraftäter in diesem Land sind, aber nicht abgeschoben werden können. Die können sich doch nicht frei bewegen. Und diese Rückführungsabkommen, die ja Ursula von der Leyen wirklich mit ganzer Kraft probiert zu installieren, die müssen wir für viel mehr Länder machen. Und das sind alles Dinge, die nur der Bund kann. Nein, das, was jetzt vorgeschlagen worden ist, das ist nur Placebo. So werden wir die Lösung nicht hinkriegen. Und das ist bitter, weil noch einmal alle in der Bevölkerung die gleiche Meinung haben. Auch diejenigen, die 2015 sich extrem engagiert haben für Menschen, die Schutz suchen, sagen, die Zahl ist zu hoch, wir müssen da runter. Und ich bin sehr dafür, dass wir das parteiübergreifend klären, handeln. Und das Angebot an die Bundesregierung ist ja auch da. Jetzt der Bundeskanzler will den Deutschlandpakt. Das wäre das erste Thema, was wir miteinander klären könnten. Sie haben eben die Grenzübergänge angesprochen. Ihr Parteichef Friedrich Merz hat den Vorschlag heute auch gemacht, zu Polen und zu Tschechien so zu verfahren wie mit der Grenze zu Österreich, wo die Bundespolizei Kontrollen durchführt. Wäre genau das auch in Ihrem Sinne? Ja, das haben wir seit einer ganzen Zeit schon vorgeschlagen. Das ist auch ein Gebot der Vernunft und des Anstands. Es geht ja darum, dass die Menschen, die in abenteuerlichsten Situationen vollgestopfte Lieferwagen nach Deutschland kommen, dass die direkt am Grenzübergang gerettet werden können und nicht beispielsweise in einem Verkehrsunfall dann verwickelt werden und viele von denen sterben. Also man muss der Bundespolizei die Möglichkeit geben, direkt am Grenzübergang die Leute rauszuwinken und auch zurückzuschieben nach Polen, wenn es irgendwie möglich ist. Es ist ein Maßnahmenpaket, was vielleicht auch ein Stück weit der polnischen Seite noch mehr Druck macht, sich zu engagieren. Und auf der anderen Seite müsste allerdings auch stehen, dass Deutschland hilft. Hilft an der belarussischen Grenze, die Grenze abzusichern. Wir sehen ja, da kommen sehr viele Menschen aus allen Herrgottsländern mit einem russischen Visa nach Belarus. Sie werden über die Grenze gebracht und dann von Privatpersonen in ihren Privatautos nach Deutschland gebracht. Das sind Leute, die kriegen 300-400 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, fahr die Leute jetzt darüber. Das ist also auch eine wirklich auch abenteuerliche Kriminalität, ein Fass ohne Boden, wenn man nicht diese Grenze sichert. Frontex ist das Instrument. Wir haben heute mit der Kommissionspräsidentin darüber gesprochen. Das sind alles Dinge, die wir gemeinsam mit der Bundesregierung besprechen können. Das ist unangenehm. Und wenn der Kanzler es ernst meint, dass er sich jetzt von dieser grünen Umklammerung und diesem Klein-Klein, diesem taktischen befreien will, dann glaube ich, wären wir bereit dazu zu helfen. Und die Menschen im Land erwarten das auch. Der Bundeskanzler hat den Deutschlandpakt dafür heute vorgeschlagen. Schlagen Sie da ein? Ich finde, wir müssen da aus staatsbürgerlicher Verantwortung Ja sagen und auch keine Vorbedingungen stellen. Ich finde, das erste Thema ist das Thema Asyl. Das zweite Thema ist die Energiekrise. Diese Energiewende ist so, wie sie angelegt ist, gescheitert. Wesentliche Grundlagen sind nicht gegeben. Wir diskutieren über einen Industriestrompreis, weil die großen, wichtigen Unternehmen drohen zu ertrinken. Und deswegen ist das zweite Thema, was man in so einem Deutschlandpakt klären kann. Wir sollten da mitwirken. Das ist meine Überzeugung. Und ich denke, dass das die Ministerpräsidenten auch so sehen. Wir sind morgen hier bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel und werden auch darüber sprechen.
Bisher kann sich ja allein die Ampel oft schon nicht einigen bei bestimmten Themen. Glauben Sie tatsächlich an dieser Stelle, haben Sie die Hoffnung, dass sowohl die Regierung als auch Sie in der Opposition mit so einem Deutschlandpakt, wie Olaf Scholz sagt, mit einem Deutschlandtempo diese Themen nun gemeinsam beschließt? Es ist ja auch mein Vorschlag gewesen bei diesen zwei Themen, Asyl und auch Energiepolitik, dass man jetzt rauskommt aus dem parteitaktischen Klein-Klein, dieser Arithmetik dieser Koalition, die sich nicht einigen kann. Und ich finde, wenn er das ernst meint, macht er etwas sehr Kluges, die Basis zu verbreitern. Es geht nicht mehr um einzelne parteipolitische Interessen, sondern es geht um das Wohl dieses Landes, parteiübergreifend, Bund, länderübergreifend, vielleicht auch gesellschaftliche Gruppen. Denken Sie an den Braunkohleausstieg oder auch die Gaspreisbremse im letzten Jahr. Da ist das genauso gelungen. Das hat ein ganz starkes Signal in die Bevölkerung gesendet. Das Vertrauen in die Demokratie, das brauchen wir. Es erodiert ja gerade. Von daher würde ich dem Kanzler jetzt beim Wort nehmen und ihn auch ernst nehmen. Ich hoffe, er meint das auch so ernst. Die zwei Themen, die wir gerade genannt haben, können die ersten sein und viele weitere werden folgen. Wir sind gespannt. Vielen Dank nach Brüssel für das Gespräch. Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen. Bitte schön. Während in Deutschland spätsommerliche Wärme und ein blauer Himmel das Wetter bestimmen, sterben in Südosteuropa Menschen in den Fluten. An vielen Orten brachte ein Sturmtief so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Mindestens 14 Tote gibt es bereits. Mit am heftigsten haben die Unwetter die türkische Metropole Istanbul getroffen, wo viele Straßen unter Wasser stehen. Überschwemmungen gab es auch an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Und in Griechenland, das gerade noch unter Waldbränden litt, ging sintflutartiger Regen nieder. Besonders hart traf es die Stadt Volos im Zentrum des Landes. Dort verwandelten sich Bäche und Ströme und Straßen in Ströme und Straßen wurden einfach weggerissen. Rüdiger Kronthaler berichtet. Aufräumen. Nach dem Rekordregen viele seiner Lebensmittel kann Kostas Zaharas nur noch wegschmeißen. Dabei könnte die Mühe vergeblich sein. Denn der Regen, der den Schlamm in sein Geschäft brachte, er macht nur eine kurze Pause. Es sind jetzt 2 Tage vergangen, in denen ich mit diesem Problem kämpfe. Alle hier, nicht nur ich. Dieser einstmals kleine Bach hat die Stadt Volos überflutet. In wenigen Stunden war die Regenmenge eines ganzen Jahres niedergegangen. Notversorgung. Es gibt in Volos immer wieder keinen Strom, kein Wasser. Am Mittag decken sich die Bürger ein für heute Nacht. Ich bin 33 Jahre alt und habe in meinem Leben noch nie so viel Regen gesehen, so lange und intensiv. Man sieht eine bombardierte Stadt. Wir erkennen die Stadt nicht wieder. Stark betroffen auch die Türkei. In Istanbul setzten die Regenfälle mehr als 1750 Wohnhäuser und Arbeitsstätten unter Wasser. Es gibt Tote und Vermisste. Überschwemmungen auch in Bulgarien am Schwarzen Meer. In der Nähe von Zarevo haben die Wassermassen einen Campingplatz überschwemmt. Hier konnten die Menschen gerade noch in Sicherheit gebracht werden. Wir zogen Menschen aus den Wohnwagen, während das Wasser sie in Richtung Meer trieb. Die Wohnwagen trieben wie Boote durch die Bucht. Ein Grund für den extremen Regen ist die zunehmende Erwärmung des Mittelmeers. Im Juli wurden Rekordtemperaturen gemessen. Es verdunsten größere Wassermengen als gewöhnlich. Dann wird es für den Sommer plötzlich ungewöhnlich kühl. Das Wasser kondensiert und regnet ab. Griechenland liege mittlerweile in einer anderen Klimazone, sagt der Chef der Energieversorger auf der Pressekonferenz des Katastrophenschutzministers. Die Zahlen, die wir derzeit für Niederschläge und Wasserflüsse sehen, veranlassen uns zu vergleichen, was in Südostasien vor sich geht, als hätten wir die Region gewechselt. Am Nachmittag setzt der Regen wieder ein, Fernstraßen müssen gesperrt werden und es soll weiter regnen. Möglicherweise wieder mehrere hundert Liter auf den Quadratmeter. Lebensmittelhändler Kostas und seine Familie haben Sorge vor der kommenden Nacht. Wir kreuzen die Finger und warten. Was soll ich dir sagen? Abwarten und hoffen in Griechenland. Und in der Nähe der Stadt Volos erreichen wir unsere Reporterin Christina Schmidt. Christina, wir haben es gerade gesehen, vieles haben die Fluten einfach weggespült. Was ist dein Eindruck? Bekommen die Einwohner in dieser Situation genügend Hilfe?
Also wenn wir auf gestern schauen, da gingen ungefähr 700 Anrufe bei der örtlichen Feuerwehr ein. Und die sagten uns selbst, sie konnten gar nicht zu den vielen Einsätzen, zu denen sie gerufen wurden, überhaupt hinfahren. Da war so viel gleichzeitig, das war denen gar nicht möglich. Und auch das, was uns Leute berichtet haben, war, dass die teilweise stundenlang auch bei sich eingesperrt waren. Wir haben zum Beispiel mit Leuten geredet, denen ein kleiner Coffeeshop in Volos gehört, und die haben uns gesagt, sie waren eben da eingesperrt und ganz, ganz lange hat es gedauert, bis die Feuerwehr kam, und die haben wir heute auch angetroffen, wie sie vor ihrem Laden saßen mit 20 Zentimeter hohen Schlamm und gesagt haben, ja, das ist eine Katastrophe, wir haben das über Jahrzehnte hier aufgebaut, unser Geschäft, und jetzt ist alles hinüber. Und welches Wetter wird für die nächsten Stunden und Tage erwartet? Also es soll morgen auf jeden Fall noch sehr viel regnen, gerade auch in den Regionen, die sowieso schon betroffen waren, also sprich Zentralgriechenland ist massiv betroffen, also auch Volos. Und für Freitag soll es dann aber langsam besser werden, und man sieht da eigentlich kaum noch Regen angekündigt. Danke, dass du für uns vor Ort bist. Das war Christina Schmidt aus der Nähe von Volos in Griechenland. Sehr gerne. Und damit kommen wir zu unserem Nachrichtenüberblick, bei dem wir zunächst auch beim Wetter und Klima bleiben, Susanne. Genau, der Sommer 2023 auf der nördlichen Erdhalbkugel war der mit Abstand heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur für die drei Monate Juni bis August bei 16,77 Grad, noch einmal gut ein Viertelgrad höher als im bisherigen Rekordjahr 2019. UN-Generalsekretär Guterres warnte, der Kollaps des Klimas habe begonnen. Es implodiere schneller, als die Menschheit damit umgehen könne. Beim ersten afrikanischen Klimagipfel in Nairobi haben die teilnehmenden Staaten mehr Geld zur Bewältigung der Folgen der Klimakrise gefordert. In ihrer Abschlusserklärung schlagen sie unter anderem eine globale CO2-Steuer vor auf den Handel mit fossilen Brennstoffen, die Schifffahrt und den Luftverkehr. Der Beschluss dient auch der Vorbereitung der Weltklimakonferenz im November in Dubai. Afrika trägt zwar wenig zum Klimawandel bei, wird aber von den Auswirkungen besonders hart getroffen. Die IG Metall will in der kommenden Tarifrunde der nordwestdeutschen Stahlindustrie neben einem deutlichen Lohnplus auch die Vier-Tage-Woche durchsetzen. Das beschloss die Tarifkommission der Gewerkschaft in Duisburg. Gefordert werden 8,5% mehr Geld sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit von jetzt 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Verhandlungen für die rund 68.000 Beschäftigten starten Mitte November. Trotz der hohen Inflation investieren immer mehr deutsche Haushalte Geld in klimafreundliche Technik. Das ergab eine Umfrage der staatlichen Förderbank KfW. Inzwischen nutze knapp jeder dritte Haushalt eine Energiewendetechnologie. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Bereitschaft der Privathaushalte, auf klimafreundliche Technologien umzurüsten, ist wichtig, da sie für 40% aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich sind. Mehr als 1 Million Haushalte haben seit vergangenem Jahr in die Energiewende investiert. Damit setzen 13 Millionen Haushalte nun auf mindestens eine klimafreundliche Technologie, was einem Anteil von 32% aller Haushalte entspricht. Am meisten investiert wurde in Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Wärmepumpen und Elektroautos. 7% der Deutschen planen, in den nächsten 12 Monaten zu investieren. Ein Investitionsboom scheint aber wegen der immer höheren Kosten eher unwahrscheinlich. Die Bürger befürchten, dass sich die Investitionen nicht lohnen oder dass eine Umsetzung am Handwerkermangel scheitert. Und wir kommen zum Sport. Deutschland könnte tatsächlich Basketball-Weltmeister werden. Im Halbfinale steht das Team jetzt jedenfalls, nachdem die Mannschaft heute mit 81-79 gegen Lettland gewonnen hat und damit als einziges Team aller Teams weiterhin unbesiegt ist. Am Freitag allerdings wartet im Halbfinale kein geringerer als der 5-malige Weltmeister USA. Aber das Spiel heute hat mal gezeigt, selbst wenn der sonst Beste im Team nicht so gut drauf ist, kann es klappen. Wenn auch äußerst knapp. Holger Sauer. Das hätte auch schief gehen können. Ausgerechnet der Kapitän hatte einen ganz schlechten Tag erwischt.
Dennis Schröder kam nur auf 9 Punkte. Das war einer meiner schlechtesten Spiele in meiner Karriere wahrscheinlich. Aber das sagt alles aus unserem Team. Alle von der Bank, alle, die gestartet sind, haben mich getragen, haben trotzdem sehr geil gespielt. Denn der nach einer Fußgelenksverletzung wiedergenesene NBA-Profi Franz Wagner zeigte mit 16 Punkten und 8 Rebounds eine starke Leistung, war gleich der Topscorer im deutschen Team. Im letzten Viertel schien das Spiel zugunsten Deutschlands bereits entschieden, als Franz' Bruder Moritz Wagner mit diesem spektakulären Dunking die 11-Punkte-Führung erzielte. Die Mannschaft kompensierte die schlechte Leistung von Dennis Schröder, der nur 4 seiner 26 Wurfversuche traf. So was passiert, ist ein Mensch. Solche Sachen passieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, jeder redet über Dennis. Also die sitzen im Lockerroom für 2 Stunden und reden darüber, wie sie Dennis stoppen. Natürlich ist ja sehr viel Aufmerksamkeit auf ihn und es wird auch nicht leichter. Aber ich mache mir um Dennis keine Sorgen. Doch dann das. 10 Sekunden vor Spielende führte die deutsche Mannschaft nur noch mit 2 Zählern. Dennis Schröder verpasste die Entscheidung. Doch Davis Bertans hatte den letzten Dreierversuch zum Sieg für Lettland. Doch der ging daneben. Deutschland trifft im Halbfinale am Freitag auf die USA und hat sich darüber hinaus auch die Olympia-Qualifikation für Paris gesichert. Es ist wohl eines der bekanntesten Bilder des spanischen Malers Salvador Dalí. Die Beständigkeit der Erinnerung. Und wer ihn kennt, erinnert sich an seine außergewöhnliche, schillernde Präsenz, so surreal wie seine Werke. Doch auch für Dalí rann und zerrann die Zeit und er ließ Pinsel und Farbe immer öfter liegen. Doch Dalí musste funktionieren, auch angetrieben von seiner Frau. Davon handelt der Film Dalí-Land mit Ben Kingsley und der deutschen Barbara Sukowa. Klaus Lesche hat ihn für uns vorgeschaut. Willkommen in Dalí-Land. So sieht es in den 70er Jahren am Hofe Salvador Dalís aus. Auf seinen New Yorker Partys sammeln sich die Jungen, Schönen oder zumindest Angesagten. Rauschende Feste, die den spanischen Künstler darüber hinwegtäuschen, dass er seinen Zenit längst überschritten hat. Solange er zahlt, bedient seine Entourage gern Dalís Eitelkeit. Ich vergleiche mich nicht mit Gott. Dalí ist ja fast Gott. Nur fast? Nicht ganz. Wenn Dalí Gott wäre, gäbe es keinen Dalí. Das wäre eine Tragödie. Dalí zu spielen, das war wie in eine massive Rüstung zu steigen. Spanish suit of armor. Dabei gleicht der alte Dalí eher Don Quixote als einem Krieger. Lange her, dass seine surrealistischen Gemälde die Kunstwelt elektrisierten. Dalí ist eine in die Jahre gekommene Marke, die von ihrer Substanz lebt. Viel Geld verdient er mit Postern und Kunstdrucken und doch reicht es kaum für seinen teuren Lebensstil. Abgebrannt in Dalí-Land, diesen Albtraum will seine russischstämmige Ehefrau Gala sich und dem zwirbelbärtigen Maler ersparen. Wir brauchen Geld! Viel Geld, viel Geld! Wir brauchen Bilder und Zeichnungen für diese verfluchte Ausstellung! Und du wirst malen. Und malen und malen. Volle 3 Tage lang. Ich erlaube nichts außer malen. Geh! Male! Seine Antreiberin Gala fürchtet der müder werdende Maler manchmal mehr als den Tod, mit Recht. Barbara Sukowa spielt diese Frau als furiose Furie. Für Sukowa war Dalís Verbindung zu Gala mehr als eine Ehe, sie war eine Symbiose. Für beide war eben die Kunst das Wichtigste, das war ihr Kind. Und man sieht ja dann auch irgendwann im Film, wenn sie sich zurechtmachen, das war für sie immer ein Auftritt. Und sie haben diesen Auftritt genossen, diese Selbststilisierung. Der Glamour verbirgt nicht alle Risse. Für Dalí wird es immer anstrengender, Galas Vorliebe für junge Männer zu ignorieren. Und nicht nur, wenn er den Kajalstift in die Hand nimmt, beginnt er zu zittern. Dennoch, zu oft bedient auch Dalí-Land das Klischee vom genialischen Künstler. Die Tragikkomödie lässt aber zumindest ahnen, wie hart die Arbeit an dieser Illusion sein kann. Manchmal ist es nicht leicht, Dalí zu sein. Und sehen können Sie ihn im Film Dalí-Land ab morgen in unseren Kinos. Kommen wir zum Wetter. Die Unwetter in Südeuropa haben wir vorhin gesehen. In Deutschland hingegen wirkt es größtenteils wie gemalt, Carsten. Wie geht's bei uns weiter?
Es geht genauso gemalt weiter über das Wochenende hinaus. Und obwohl es vielleicht auf den ersten Blick meteorologisch langweilig erscheint, ist es das auf keinen Fall. Denn wir sehen gerade die Verschmelzung von spätem Hochsommer mit den ersten Anzeichen des Frühherbstes. So auch zum Beispiel auf diesem Foto aufgenommen heute Morgen mit diesem Dunstfelder. Frühnebel sieht man zurzeit immer häufiger, allerdings wirklich nur für kurze Zeit. Sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, verschwindet er auch wieder. Und auf dem Satellitenfoto von heute Mittag sehen wir ein Bild, das wir so nicht alle Tage sehen. Komplett wolkenfreies Deutschland. Und das Ganze dann für immerhin September-Werte, die schon sehr erstaunlich hoch sind. 30 bis 32 Grad sind es heute gewesen. Außer im Südosten, wie in Rosenheim, dort waren es maximal 26 Grad. Wenn wir uns mal auf die andere Seite bewegen und Richtung Westen schauen, dann sehen wir zwar Wolken, aber wir sehen noch etwas anderes, nämlich diesen Dunstschleier. Das ist Sahara-Staub heute über Frankreich und über Großbritannien. Das zeigt auch, dass hier eine ziemlich stramme Südströmung vorhanden sein muss. Entsprechend heiß war es heute in Paris. Höchste Temperatur in Paris 36 Grad, in London 32 Grad. Aber auch hier sehen wir schon erste Anzeichen des Herbstes, nämlich auf der Nordsee, diesen Seenebel. Und unmittelbar an der Küste Englands in Richtung Seenebel lag die höchste Temperatur heute nur bei 19 Grad. Wir gehen weiter mit den hochsommerlichen Werten. Dieser Seenebel kommt noch nicht zu uns voran, auch nicht im Norden Deutschlands, Rostock. Wir verbleiben auch hier bei 29 bis 30 Grad. Mindestens bis Montag, Dienstag hält das Hochdruckwetter bei uns noch an. Und das sieht dann ganz konkret so aus, dass wir auch durch die kommende Nacht mit einem sternklaren Himmel gehen. Zum einen im Norden, zum anderen im Süden kann sich aber immer wieder ein bisschen Frühnebel bilden. Der löst sich schnell auf. Und dann bleibt es einfach den ganzen Tag wolkenlos und sonnig. Die Temperaturen sinken nachts auf Werte zwischen 8 und 19 Grad. Tagsüber werden wir ähnliche Temperaturen erreichen wie heute Nachmittag. Und das heißt 27 bis 32 Grad. Die weiteren Aussichten unterscheiden sich eigentlich kaum. Weiterhin viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 32 Grad. Vielen Dank, Carsten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht es weiter mit einem Film über Karrieren auf Social Media. Einst hießen sie die Lochis, Heiko und Roman Lochmann. Heute blicken sie auf ihre Zeit zurück und auf den neuen Influencer im Internet. Und wir beide blicken morgen wieder hier auf den Tag zurück und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.